Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir hier zum Mond geflogen und haben hier einmal rumgehoffert und haben uns über diese interessante Relay-Systeme unterhalten, würde ich sagen. Wir warten jetzt gerade darauf, dass wir zu unserem Punkt kommen, der 2 Stunden entfernt ist. Bedeutet, wir haben ein bisschen Flugzeug noch vor uns. Die wir natürlich überspringen wollen, so gut wie möglich. Ich finde es wieder sehr oft interessant, wie er fliegen will. Das macht das Ganze sehr, sehr interessant. Und man merkt, ich habe gerade irgendwie einen Kloß im Hals. Ich weiß nicht, wo der herkommt gerade, aber er ist da. Und es ist keins von diesen Mini-Fliegeviechern, die da hinten im Käfig gerade drin sind. Katastrophe, sage ich euch. Ich habe da Moos mitgenommen und da waren wohl solche Eier von Mini-Fliegen drin und die sind alle jetzt geschlüpft. Ich hatte hier wirklich die letzten paar Tage Krieg in diesem Zimmer. Krieg. Ich gegen Mini-Fliegen in Millionenzahl. So. Er sagt, wir haben nur 1 Sekunde Schubzeit. Was natürlich blöd ist. 1 Sekunde Schubzeit, wie soll ich denn das am besten berechnen? Alter. Entschuldigung. Das ist gerade wie, als ob ihr so ein Kitzeln im Hals. Okay, das wird jetzt interessant. Das in so kurzer Zeit perfekt anzupassen. Das wird sehr, sehr interessant. Wir werden bei 5 Sekunden vielleicht langsam Schub geben oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das wird sehr, sehr enges Zeitfenster eigentlich, wenn du so siehst, ne? Aber wir müssen ja auch zur Moon Station kommen, also von daher. So, vorsichtig. Acht, sieben, sechs, drei, zwei, eins. Perfekt. Und der 1,2 Kilometer. Besser hätte ich es nicht machen können. Es wird wahrscheinlich wieder im Dunkeln alles stattfinden. Das ist so typisch. Ich schaffe es immer im Dunkeln, mich zu treffen mit meinen Stations. Ich weiß nicht, habe ich eine Obsession dafür oder... jedes Mal wird schwarz, wenn ich ankomme. Jedes Mal. So, wir werden natürlich gleich rückläufig planen, weil wir wollen ja abbremsen dann. Aber eigentlich müsste eh die Station so gut beleuchtet sein am Ende, das ist der Wahnsinn. Eine voll beleuchtete Moon-Station. Ja, ist gut da hinten. Was denn? Habt ihr Hunger? Euer Ding wird noch geputzt gerade. Ja. Die sind mal wieder gut drauf heute. Das muss man ihnen lassen. Oh nee, Spiel hat sich aufgehängt. Nee. Task Manager is added a part with unknown resources. This is an error in MM Patch. Okay, das ist mir neu gewesen. Diese Fehlermeldung. Die ist mir echt nur. Vor allem jetzt fängt es an zu laggen. Ich gehe mal ins Spiel rein. Das ist Gegenziel. Hier sagen sie 1,2 Kilometer Entfernung. Wir sind jetzt bei 1,6. Bin gespannt. Ich habe meine Moon-Station so schon lange nicht mehr gesehen. Nur so zwischendurch mal vorbeigeschaut, aber nicht wirklich mit einem Raumschiff hingeflogen. LOL! Da wundert es mich, dass meine FPS einbrechen. Schaut mal, was da daherkommt. Ja, hallo! Alter, wie gut man es sieht. Da ist unsere Station. Das ist unsere Station. Kann ich da hinwechseln gerade? Geht das? Yo, nice. Dann machen wir mal rechtläufig. Sollte man eigentlich gleich eine Station sehen, die sich dreht, oder? Also ich hoffe zumindest, dass die so arbeitet.
Jetzt ist noch bis zu dem Punkt, wo wir uns treffen. Jetzt ist dann der Punkt eigentlich erreicht. Aber unsere Entfernung sinkt weiter. Interessant, dass die da sagen, da war der engste Punkt. Hallo? Das sinkt weiter. Ich komme immer noch näher. Was, wie lange geht denn das noch, bis das, also wie klein wird denn das noch kleiner? Aber wir sind fast unter einem Kilometer, what? Wir sind unter einem Kilometer. Ich würde das jetzt gerne so weit reizen, wie es geht. Einfach um zu gucken, wie nah komme ich an die Station ran. Aber jetzt gleich müsste der mindeste... Jetzt wird es langsamer, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt hat... Jetzt ist der Minimalpunkt erreicht. Jetzt sind wir am Minimalpunkt angekommen. Ist eh gut. Jetzt können wir mit RCS arbeiten. Und können uns ausrichten. So. Dann zielmäßig ausrichten. Jetzt ist halt ein Problem, jetzt wird es dunkel und ich habe wieder mal keine Lichter irgendwo angebaut. Das müssen wir in der Zukunft ändern. Erinnert mich daran, dass ich in den zukünftigen Stations Lichter anbaue. Man sieht nichts. So, RCS wieder aktivieren. Wir nähern uns mit höherer Geschwindigkeit. Können rein theoretisch auch Vollboost geben. Das ist jetzt hier tendenziell, ich glaube, da sollte nichts passieren. Jetzt wird es halt wieder dunkel, so... Why? Why? Einfach why? Reinknallen will ich jetzt nicht und nicht unbedingt. Man merkt, wie die FPS hier jedes Mal absinken, wenn man ankommt. Es ist und bleibt eine der massivsten Strukturen überhaupt, die ich jemals gebaut habe. What the fuck? Habe ich überhaupt einen Platz zum Docken frei? Das ist so die nächste Frage dann. Die Station dreht sich ja immer noch. Oh Gott. Und mal wechseln kurz, weil ich glaube, die dreht sich. Schauen wir uns kurz mal an, wo wir docken können. Wir haben hier noch einen Dockingport frei, perfekt. Da können wir hinfliegen. Dann ist das schon mal geklärt, da werden wir jetzt hier direkt andocken versuchen. Hier ist One Station. Ihr habt folgenden Zielpositionen freigegeben, als Ziel setzen. Aye, aye, wir begeben uns auf Zielanflug. Schild öffnen, von hier steuern. Ich glaube, wir sind schon relativ gut ausgerichtet, rein theoretisch. Erstmal die Position anpassen. So, okay. Einmal 180 Grad drehen, bitte. Okay, jetzt können wir die dementsprechenden Thrusts ausführen. RCS kann wieder angemacht werden.
mal damit, warten wir noch ein bisschen. Dann können wir nicht vorbeifliegen an dem Rest. Wir müssen ja schon, dass wir an den anderen vorbeifliegen. Hier haben wir noch eine große. Das ist eh. Das ist noch, sind noch die Monsterteile. Das ist eh schon wieder eine schmale Rakete, die wir mitschicken. Atilton ist halt krank, der muss zurück. Also wenn man so sieht, ist das eh unser. Also immer noch eine, das, der Stolz dieses Let's Plays. Diese Station repräsentiert einfach vollkommen, was wir hier gemacht haben. Einfach größenwahnsinnig sein. Aber schaut euch mal dieses Ding an, das ist einfach massiv. Ein riesiges Fußballfeld im Weltall. Sowas hätte ich gerne über Duna noch oder auf Duna als Bodenstation. Es schaut jetzt nicht so groß aus, aber überlegt mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 Solarpanels hier oben gebaut. Dann haben wir unten noch die zwei, die aktiv sind. Wir haben hier die Kühlradiatoren, die eingebaut sind. Wir haben hier eine Baustation. Hier hinten haben wir eine Raffinerie eigentlich dran gesetzt gehabt sogar. Und unser kleines Schiff schaut hier gegen einfach extrem klein aus. Wir tun es langsam schon mal ausrichten. Ich kann mich nicht mehr so hindrehen, wie ich gerne würde, weil einfach, ja, kacke. So, jetzt sind wir so, dass wir hinkommen. Wir gehen einen Meter Abstand noch, circa so. Nope, wir sind schon so. So. Jetzt schieben wir uns seitlich rein. Jetzt wird's dunkel. Jetzt sehen wir leider nur noch Lichter. Ich sehe genauso wenig wie ihr noch. Ich muss mich jetzt an den Lichtern und an meinem Tablet hier oben orientieren. Teilweise hast du noch so ein bisschen Lichtstrahlen jetzt und sowas hier, aber ist halt nicht wirklich was. Du siehst nur noch die Lichter, die hier aktiv sind. Und das macht das Ganze natürlich nicht so einfach. Okay. Wir geben uns langsam in Bremsposition. Wir sind kurz vorm Andocken zur Station. Nur zu wenig, jetzt sind da oben eigentlich schon seit über einem Jahr teilweise die Kerbals im Einsatz. Eigentlich müsste man einen kompletten Crew-Austausch hier durchführen. Wenn man so sagt. Eigentlich müsste die komplette Crew mal raus. Dafür hätte ich aber gerne einen Alpha Centauri eingesetzt. Vorsichtig ist Andockmanöver. Vorsichtig. Und Docking erfolgreich. Wir sind angedockt, Leute. Aber Tilton wird erst in der nächsten Folge überführt. Alter, wie viel haben wir eigentlich hier drin? Alter, das ist eine ganze Tilda, oder? War es Tilda, dem es schlecht ging? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Tilda müsste es aber gewesen sein, ne? Tilton. Nee, Tilton. Tilda war es nicht. Tilton. Tilton, da ist er. Tilton wird erst in der nächsten Folge überführt. Wir sehen uns dann auf der lichthellen Seite vom Mond wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.